Dietmar Wagner für futonwerk.de. Ich präsentiere Ihnen hier die einzigartige Bio-Kollektion. Kurz und bündig, das Biofuton DW 2.0. Leicht und filigran für leichte Menschen, für Kinder ganz prima. Wer Bauchschläfer vorwiegend gedacht, liegt am besten auf einem möglichst homogenen Untergrund, also Fußboden oder Tatami. Wenn Lattenrost, dann bitte mit Matratzenschoner. Für sensible Menschen, empfindsame Menschen, die vielleicht auch auf der Seite liegen, bitte mit Rosshaar wählen, für Bauchschläfer halt mit Kokos. Das DW 2.1, das Geschwister der etwas weicheren Art. Wir haben hier keine extra starke Klimafaser drin, also nur weiche Fasern und Latex. Für ganz empfindsame Seitschläfer, aber bitte nicht von der weichen Schaumstoffmatratze herkommt. Also dieses Weich mit unserem Weich vergleichen. Richtig weiche Schlafprodukte wollen wir hier nicht. Das stärkere Geschwister DW 4.0 trägt dann schon fast jeden. Also Bauch- und Rückenschläfer vom Feinsten. Seitenschläfer dürfen sich auch gerne alle mal, wenn sie Futon erfahren sind, auf das DW 4.0 wagen, um größtes Schlafvergnügen zu erzielen. Das noch stärkere Geschwister DW 4.1 enthebt sie dann aller Sorgen. Wenn sie eher Seitschläfer sind, bitte auch hier darauf achten, Rosshaar zu wählen statt Kokos. Sie bekommen natürlich alle unsere Futons immer in veganer Ausführung, wobei sie dabei allerdings auf unsere wunderbare Schurwolle verzichten, die sehr sauberer Herkunft ist und ganz besonderer Konsistenz. Alle unsere Futons sind mit besten Bio-Baumwoll-Satinstoffen bezogen. Bei den Bio-Futons ist auch die Baumwolle im Inneren aus kontrolliert biologischem Anbau. Kokos und Latex lässt sich bislang nicht zertifiziert, biologisch, kontrolliert biologisch angebaut, anbieten. Wir garantieren Ihnen aber eine 100%ige Naturqualität und wir kennen unsere Lieferanten. In der dann typischen Seitlageklasse, das DW 5.0, ich würde es im Zweifelsfalle auch mit Rosshaar wählen. Macht eine wunderbare Elastizität, bettet eigentlich jeden schon wirklich in der Komfortklasse. DB 5.1 baugleich mit noch mehr Latex für Menschen mit mehr Gewicht oder DB 5.1 sensitiv, das einzige Futon in dieser Reihe, das wirklich nach unserer Begrifflichkeit ins Weiche geht, mit in Bau, in gleicher Bauart, mit weichere mit mittelfestem Latex. Für extra empfindsame Seitschläfer, die zum Schaumstoff, Wasserbett etc. her wechseln, wenn man dann noch als Topper ein Yasumi 3+2 insensitiv auflegt, hat man ein konsequent weiches Luxusbett. Das gleiche lässt sich natürlich auch in typisch Futon fest arrangieren, mit einem zusätzlichen Topper, der das ganze Liegegefühl speziell an der Oberfläche noch geschmeidiger macht und für Paare sehr unterschiedlichen Gewichts auch eine gleich akzeptabel, komfortable Oberfläche bildet. So, last not least das DW 6.0, ein Prachtstück, was eigentlich jeden auf höchstem Level bettet. Nichts für Leute, die weich liegen wollen. Es ist ebenfalls eine sehr, sehr starke und feste Matte, aber für Leute, die das Futongefühl mit höchstem Komfort und höchster Nutzungsdauer suchen, ist DW6 wahrscheinlich das ultimative Futon.